Hallo, in meinem heutigen Video geht es um den Ausbau der Seitenblinkerbirne bzw. den Ausbau des Seitenblinkerelements beim Ford Mondeo 3. Und wie das jetzt genau geht, das seht ihr jetzt. Um den Seitenblinker jetzt erstmal hier aus dem Kotflügel rauszulösen, braucht ihr kein Werkzeug oder sonstiges, sondern nur eure Finger und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und zwar nehmt ihr den Seitenblinker, packt den rechts und links an der Seite und drückt diesen hier unten in die verbaute Feder des Seitenblinkers einmal rein, bis er einen Widerstand spürt und könnt diesen dann zu euch rüberkippen. Jetzt seht ihr einmal hier vorne und einmal hier hinten einen kleinen Haken, womit der Seitenblinker in der Aussparung des Kotflügels gehalten wird. Jetzt nehmt ihr den gerade und zieht den auch gerade zu euch raus. Wenn ihr jetzt den kompletten Seitenblinker einmal austauschen wolltet, müsst ihr hier hinten die Steckverbindung lösen. Die löst ihr, indem dass ihr hier unten diesen Hebel einmal nach unten drückt und die Steckverbindung nach hinten rauszieht. Weil wir jetzt aber nicht den kompletten Seitenblinker einmal austauschen möchten, sondern nur die Birne, die darin ist, stecken wir die Steckverbindung wieder an, bis sie hörbar einrastet. Nehmen wir hinten nochmal den Stecker und drehen den Seitenblinker jetzt um eine Viertelumdrehung entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Jetzt können wir das Blinkerglas auch schon abziehen und sehen hier unsere Blinkerbirne. Die tauschen wir aus, indem wir sie einfach rausziehen, nehmen unsere neue Blinkerbirne und stecken die hier auch einfach wieder ein. Jetzt haben wir einmal rechts und einmal links von der Fassung jeweils einen kleinen Haken. Die entgegengesetzten Aussparungen haben wir hier nochmal in diesem Seitenblinkerglas drin. Jetzt setzen wir entsprechend den Seitenblinker hier nochmal wieder auf und dreht wieder eine Viertelumdrehung den Seitenblinker zurück, bis dieser einrastet. Um den Seitenblinker jetzt wieder hier einzubauen, nehmt ihr den wieder schräg, setzt diesen etwas schräg ein. Bitte darauf aufpassen, dass er dann hier unten richtig sitzt, sonst könnt ihr diesen nicht in dieses Federelement reindrücken. Drückt diesen jetzt wieder runter in diese Feder und seht, dass diese zwei Haken dann sich auch wieder richtig in den Kotflügel einsetzen. Wenn ihr den Seitenblinker jetzt fertig eingebaut habt, macht ihr noch einen Funktionscheck und dann seid ihr auch schon fertig. Wie ihr gesehen habt, hier wieder eine ziemlich simple Lösung. Nur wenn man nicht weiß, wie, dann stellt sich das dann direkt als Problem raus. Also hier die schnelle Lösung in diesem Video und so habt ihr dann auch innerhalb von 5 Minuten eure Seitenblinkerbirne schnell selbst getauscht. Beziehungsweise, wenn ihr euren Seitenblinker tauschen wollt, so habt ihr den dann auch ziemlich schnell gegen einen neuen ersetzt. Dann hoffe ich auch dieses Mal, dass euch das Video gefallen hat und ich euch damit weiterhelfen konnte. Dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wer keine Videos mehr von mir verpassen möchte und hat mich noch nicht abonniert, der kann das kostenlos einmal hier unten auf dem Button tun. Ansonsten seht ihr meine letzten Videos einmal hier drüben auf der Seite, wie ihr den Ölservice bzw. die Inspektionsanzeige bei eurem Skoda Fabia 6Y zurückstellt. Und ihr seht einmal hier drüben, wie ihr beim Mercedes W211 euch die Zündkerzen selbst austauschen könnt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!